Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, ich lebe noch. Nach zweimonatiger Pause dachte ich, ich könnte jetzt mal wieder anfangen, Videos zu drehen. Eigentlich habe ich auch noch zwei im Petto, aber die habe ich auch noch nicht geschnitten. Ich hatte ja das letzte Video, glaube ich, so zu Halloween hochgeladen. Und dann ging es los mit den Depressionen. Und dann hatte ich absolut keine Kraft und keine Lust mehr, irgendwelche Videos zu drehen und zu schneiden. Und ich dachte mir, ja, jetzt irgendwie dieses Jahr nochmal was zu starten ist sinnlos, deswegen fange ich einfach im neuen Jahr ganz frisch an, in der Hoffnung, dass es ein besseres Jahr wird. Heute ist der 23.12.2020 und ich dachte, ich vlogge mal wieder ein bisschen unsere Weihnachts- und Silvesterwoche mit. Genau, und here I am. Ich werde jetzt erstmal meine Haare nachtönen, damit ich nicht ganz so scheiße aussehe zu Weihnachten. Denn wir fahren morgen nämlich zu meinen Eltern. Helga ist auch am Start. Hallo, mein Schatz. Was ich euch auch auf YouTube noch nicht erzählt habe, die beiden wurden Mitte November kastriert. Heißt, Rolligkeit, Nervmodus ist jetzt ausgeschaltet. So, ich habe jetzt einfach mal in meiner Kiste hier gekramt und geschaut, was ich noch alles da habe. Das hier habe ich mir aus dem Salon mitgenommen, weil wegen Lockdown und so können wir ja das nicht im Salon machen. Genau. Schade, und Pinsel habe ich mir auch aus dem Salon mitgenommen und Handschuhe. Und das hier habe ich auch noch in meiner Kiste gefunden. Bright Daffodil, also auch ein ganz normales Gelb, da ist noch so ein Mini-Mü drin. Fluorescent Glow, das ist was im Dunkeln leuchtet. Da mixe ich mir sowas ähnliches von Crazy Colors auch immer im Salon mit rein. Und damit es kräftiger wird, Aprikot, das ist so ein leichter Orangeton. Genau, mal gucken. Und dann hübschen wir dieses Chaos hier wieder ein bisschen auf. Guten Morgen! Die Haare sind wieder fresh und es ist ein neuer Tag angebrochen. Ich habe gestern nichts mehr gemacht, außer die Haare auszuwaschen, also die Tönung auszuwaschen. Und ja, heute ist Weihnachten und 12:30 geht es heute für uns zu meinen Eltern. Und ja, jetzt, ich wasche und duschen und jetzt gehe ich gleich nochmal in den Konsum, weil ich zwar Geschenke für meine Familie habe, aber nichts zu naschen. Da gehe ich jetzt gleich nochmal in den Konsum, dann mache ich noch ein bisschen Haushalt, dann mache ich mich fertig. Und dann, ja, machen wir eigentlich gleich los. Du bist so eine Blöde. Du bist so eine Blöde. Mal gucken, vielleicht werde ich so ein paar Sequenzen aufnehmen. Die werde ich dann aber wahrscheinlich mit dem Handy filmen. Ich werde dafür jetzt nicht extra meine Kamera mitnehmen. Genau, dass ihr Bescheid wisst. Küke. Das One Color 62. Ja.
Fenster. Ich muss auch mal hier. Ja, guten Morgen. Heute ist der 25. Ja, Weihnachten war gestern ganz schön. Haben noch ein bisschen was getrunken, Musik gehört und was 10.000 gespielt und dann Schwindelmax gespielt. Weiß nicht, ob ihr das kennt, so Würfelspieler sind eigentlich extrem witzig. Und dann haben wir noch einen Film geguckt. Der war dann eher so semi-gut. Midnight Sky, wenn euch das was sagt. Ja, aber es war ganz witzig. Ja, ich bin hier gerade in meinem alten Kinderzimmer. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß Bescheid. Und wir haben gerade gefrühstückt. Und ja, das erste Drama ist schon passiert. Mama hat sich mit einem frisch geschärften Messer fast die Fingerkuppe abgeschnitten. Aber ja, Blutung ist gestillt, weiter geht's. Ja, mal gucken, was der Tag so bringt. Ein bisschen kuscheln. Auch nicht schlecht. Guten Morgen, liebe Sorgen. Heute ist der 26. Heute Abend kommen dann jetzt und Theresa zu uns und wir machen Burger und so einen kleinen Weihnachtsabend. Was tust du? Frieda versteht's auch nicht. Will sie nicht, hat sie nicht, tut sie nicht. So, und jetzt sind Theresa sind jetzt da. Wir machen gleich Burger in vegan. Frieda ist am Start. Und danach spielen wir ein Spiel. Und zwar das hier. So wie ein Escape Room sein. Mal schauen. Hey. So, ich habe mich ein paar Tage nicht gemeldet. Heute ist der 30. Ist der 30.? Ja, ich glaube schon. Ja, der 30.12.2020. Ja, und ich habe mich die letzten Tage nicht gemeldet, weil absolut nichts passiert ist. Ich habe mal schön ein Jahreswochenende vollzogen. Ich habe tatsächlich 3 Tage lang nichts gemacht. Ich bin, keine Ahnung, ich war, es hat sich irgendwie so eingeschlichen. Ich war bis um 2:30 um 3 nachts auf immer und habe dann bis um 12 Uhr meistens um 2 geschlafen. Und habe dann den restlichen Tag auf der Couch verbracht und Netflix geguckt. Also, ja, die restlichen 3 Tage sahen so aus. Also, ich habe wirklich nichts verbracht. Heute ist der 30. Heute geht's. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe meine Kamera hier auf dem Wäscheständer, auf dem leeren. Und Elfriede will wahrscheinlich gleich auf den Wäscheständer klettern. Ich habe Angst, dass die runterfällt. Genau. Ich war gerade schon duschen. Wir gehen jetzt gleich noch eine Miete überweisen. Und ich muss noch einen Brief wegschaffen und danach gehen wir einkaufen für Silvester. Wir feiern dieses Mal wieder bei meinen Eltern. Haben wir eigentlich schon ein paar Jahre lang nicht mehr gemacht, glaube ich. Und ja, holen so ein bisschen Zeugs und heute Nachmittag wollen wir mit Nitz und Theresa nochmal an den Strand gehen, weil da wohl so ein Mini-Weihnachtsmarkt, so to go, also so nur ein Stand, halt die Strandbar, die da immer hat, geöffnet hat. Die verkaufen so ein bisschen Glühwein und Waffeln. Und dabei werden wir mal vorbeigucken, solange das noch geht, falls das überhaupt noch da ist. Also gestern hat er geschrieben, das ist noch da. Ja, mal gucken. Genau. Und so ist der Plan für heute. Morgen werde ich so ein bisschen vorbereiten, Snacks und so. Und gegen Abend werden wir dann bei meinen Eltern aufschlagen. Und genau. Ja, da hatte ich meine Kamera gerade stehen. Helga ist im Wäschekorb. Gigi.
Hallo Leute, heute ist der 31. und ich sehe komplett geschunden aus. Ich habe übelst Pickel bekommen, weil ich gerade entgifte. Ich habe gestern mehr Wildcat bestellt, das erste Mal. Und das kam einfach heute schon an. Ich habe gestern Nachmittag erst bestellt. Voll krass. Und ihr seht schon, ich habe mir die Iconic Pentagramm-Ohrringe bestellt. Die sind so geil, das Septum. Und ein anderes Septum noch, auch in Gold. Und den Nasenstecker und dann noch ein Bauchnabel-Piercing, weil ich brauche schon mal ein Bauchnabel-Piercing, also beziehungsweise die Banana, die, also die muss irgendwie länger sein, weil meine sind immer zu kurz. Und mein Bauchnabel-Piercing ist, also mein Bauchnabel ist eigentlich 24/7 entzündet, deswegen habe ich mir jetzt mal einen längeren bestellt, in der Hoffnung, dass es funktioniert, immer wenn ich desinfiziere. Ich mache mir jetzt noch Mittag und wir haben gestern schon eingekauft für Silvester. Und wir feiern ja bei meinen Eltern. Und das nehmen wir dann alles mit. Ich mache mich dann auch noch fertig. So gut, wie es halt geht. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich los. Das Wasser kocht, Gügel. Es kocht. Angekommen. Das ist übrigens mein Make-up. Da werde ich heute bestimmt noch einen Instagram-Post machen. Ich habe seit Oktober nichts mehr gepostet. Weder auf YouTube noch auf Instagram. Naja, die Oyster habe ich auch mal gebraucht. Und wir bereiten gerade ein paar Snacks vor. Hier Pizzabrote hier und dann machen wir noch Käse, Weintrauben, Tomaten, Sticks. Und ich habe hier so ein kleines Mannequin gebastelt. Ich mach Vlog. Endlich mal wieder. Bubi fein! Also natürlich alles das, was die vom letzten Jahr noch übrig hatten. Ne? Also nicht, dass ihr denkt, dass sich jemand nicht an die Regeln hält. MAD ist abgelaufen. Man muss doch auf Mama Merkel hören, also wirklich, Leute. Man muss man doch folgen. Muss doch artig sein, sonst kommt der Weihnachtsmann nicht. Es schneit, kommt alle aus dem Haus, die Welt sieht wie nicht aus. Du kennst gar keinen Schnee, oder? Sieben Holz, habe ich verstanden. Heute ist bereits der dritte und somit der letzte Tag von meinem Vlog. Eigentlich will ich das Video heute schon hochladen. Mal schauen, wie ich es schaffe mit Schneiden, ob ich das noch mache, weil wir müssen heute unbedingt noch einen Spaziergang machen, weil es hat seit bestimmt 5 oder 10 Jahren endlich mal wieder geschneit. Also so, dass es auch liegen bleibt, meine ich damit. Und so eine Schneedecke habe ich wirklich bestimmt seit mindestens 5 oder 7 Jahren nicht gesehen. Und das müssen wir heute unbedingt ausnutzen. Ich mache gerade Zwiebelsuppe. Weil mein Freund das wollte, das war zum Heulen. So, Zwiebelsuppe ist fertig. Ich habe persönlich gar keine Vorstellung, wie das schmecken soll. Sieht eigentlich gut aus. Bubi sagt, das schmeckt richtig gut. Naja, ich lasse mich mal überraschen. Schade. Aber es liegt trotzdem noch ein bisschen was da.
Tschüss.